Ja, hallo, mein Name ist Josef Weißenböck von der Fachhochschule St. Pölten, Mitgestalter des Tags der Lehre 2018 zu unserem Thema problembasiertes Lernen. Alle Jahre wieder sind wir in der Vorberichterstattung des Tags der Lehre dabei, Videogespräche mit wesentlichen Beitragenden zu führen. Und heute haben wir niemand Geringeren hier als unseren Keynote-Speaker, den ich jetzt gleich im Anschluss bitten darf, sich kurz vorzustellen. Ja, guten Tag. Besten Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, an diesem Hochschultag teilnehmen zu können. Mein Name ist Claude Müller. Ich leite das Zentrum für innovative Didaktik an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Wir sind für die hochschuldidaktische Ausbildung zuständig an dieser Fachhochschule, sind aber auch stark in der Lehre und Forschung engagiert. Wir führen momentan gerade ein großes Interreg-Projekt zum Thema Seamless Learning durch. Und das wird getragen von Hochschulen aus vier Ländern, aus Österreich, aus der Schweiz, Deutschland und Liechtenstein. Ich selber habe einen interdisziplinären Bildungshintergrund. Ich habe ursprünglich Geografie studiert, dann ein Zweitstudium in Betriebswirtschaft absolviert und in Pädagogik zum Thema Problem-Based Learning, PBL, dann auch dissertiert. Mehrere Jahre habe ich auf verschiedenen Bildungsstufen unterrichtet, an Berufsschulen, Gymnasien und auch an verschiedenen Hochschulen und habe auch versucht, explorative Lernformen wie eben auch problembasiertes Lernen nicht nur zu erforschen, sondern auch selber im Unterricht einzusetzen. Um diese praktischen Erfahrungen mit problembasiertem Lernen wird es mir gleich gehen in der nächsten Frage. Ich würde bewusst ein bisschen paradox gerne fragen, was ist denn wichtig, was wäre denn wichtig aus Ihrer Erfahrung, wenn man ein problembasiertes Setting, das man als Hochschullehrender sich ausdenkt und anleitet, wenn man da will, dass das wirklich radikal schief geht? Was müsste man da machen? Ja, ist eine gute Frage. Schiefgehen, ja. Wichtig ist aus meiner Sicht, dass man den Lernenden möglichst viel kreativen Gestaltungsspielraum beim Explorieren und auch kreieren lässt. Es sind ja häufig auch Lernprodukte, die entstehen beim problembasierten Lernen oder auch bei projektorientiertem Lernen. Wenn man aber möchte, dass es wirklich schief geht, dann lässt man möglichst viel Gestaltungsspielraum auch bei der Struktur und Organisation. Das heißt, man lässt sie möglichst alleine. Aus meiner Sicht ist eben exploratives Lernen kein völlig selbstständiges Lernen, sondern der Dozent oder die Dozentin ist auch für einen angemessenen Support und die Steuerung zuständig. Und wichtig ist auch dabei, dass der Dozent oder die Dozentin versucht, die Lernprozesse zu antizipieren und dann ihr Angebot, das heißt ihr Support, möglichst inhalts- und zielgruppenspezifisch zu gestalten. Und falls man das nicht tut, falls man sich ganz alleine lässt, dann läuft es häufig schief. Klarer Fall. Sie haben damit eigentlich auch meine logische Anschlussfrage nach den Gelingensbedingungen von problembasiertem Lernen aus Ihrer Erfahrung implizit schon wesentlich mit beantwortet. Gibt es eventuell noch einen weiteren wesentlichen Issue, wo Sie sagen würden, Gelingensbedingungen von problembasiertem Lernen, das wäre noch ganz, ganz wichtig? Ja, vielleicht ein weiterer Aspekt ist das Assessment, das heißt das Beurteilungssystem. Das muss natürlich optimal abgestimmt sein auf die Lernumgebung, das heißt hier auf zum Beispiel Problem-Based Learning. Und beim PBL geht es ja hauptsächlich darum, dass man Wissen auch anwendet. Das heißt, der Transfer des Wissens ist ganz wichtig in einem handlungsorientierten Kontext. Und falls man dann zum Beispiel das Assessment sehr stark wissensorientiert gestaltet, das heißt, dass man Faktenwissen abfragt, dann kann es auch zu Problemen führen. Also ganz entscheidend ist auch eben, dass Lernumgebung eben abgestimmt ist auf das Assessment, aber auch natürlich auf die Lernziele. Ich denke, da haben wir auch schon wieder einen sehr guten Übergang geschafft zum Hauptteil unseres Gespräches. Da soll es natürlich um die Inhalte Ihrer Keynote am Tag der Lehre gehen und was dürfen die Teilnehmenden davon erwarten. Wie würden Sie kurz skizzieren die Kernbotschaften Ihrer Präsentation dann am 18. Oktober?
Ja, PBL, problembasiertes Lernen, wurde ja vor bereits einigen Jahrzehnten an Hochschulen eingeführt. Und unterdessen gibt es viele ähnliche Ansätze, wie zum Beispiel Project-Based Learning oder auch Inquiry-Based Learning. Es gibt auch Begriffe wie Challenge-Based Learning. Und ich möchte in einem ersten Teil des Referats darauf eingehen, was die Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede der verschiedenen Ansätze sind, damit wir die gleiche Sprache sprechen miteinander. Und in einem zweiten Schritt möchte ich auf die neuen Erwartungen, die veränderten Erwartungen auch an die Hochschule eingehen. Das ist insbesondere die Kompetenzorientierung oder auch die Digitalisierung der Lehre, die heute von ganz großer Bedeutung sind. Und ich möchte diesbezüglich Umsetzungsprojekte zeigen an der eigenen Hochschule zur Kompetenzorientierung und Digitalisierung der Lehre. Ich zeige da insbesondere, wie wir Kompetenzraster an der eigenen Hochschule entwickelt haben und wie man dann auch mit einem Tool, mit einem digitalen Tool, diese Kompetenzen versucht zu messen. Und dann auch ein adressatengerechtes Feedback an die verschiedenen Anspruchsgruppen wie Studierende, Modulleitende und Studienganglernende auch mit dem Tool geben kann. Also das wäre also der erste Teil Kompetenzorientierung und im zweiten Teil gehe ich dann insbesondere noch auf die Digitalisierung der Lehre ein. Wir haben vor 4 Jahren eine E-Learning-Strategie entwickelt, in welcher auch flexible Studiengänge ein wesentlicher Bestandteil sind. Und Flexibilität im Lernprozess ist heute auch von zentraler Bedeutung, ist ein wichtiger Fokus der Hochschulentwicklung. Und ich möchte diesen Studiengang vorstellen und dann auch erste Befunde zeigen zur Begleitforschung, bei denen zu diesem Studiengang. Die sind nämlich sehr interessant, ist die Frage, ist es möglich, dass Studierende nur alle 3 Wochen an die Hochschule kommen und trotzdem die gleichen Resultate erzielen wie Studierende, die praktisch jeden Tag an der Hochschule sind. Also das werde ich auch genauer reingehen. Und am Schluss möchte ich dann noch diskutieren, ob explorative Lernumgebungen wie beispielsweise Problem-Based Learning mit diesen neuen Anforderungen an die Hochschullehre, wie zum Beispiel eben der Kompetenzorientierung und der Digitalisierung, überhaupt kompatibel sind oder was es braucht, dass man sie kompatibel machen kann. Also das sind wesentliche Teile meines Beitrages am Hochschultag. Ich freue mich darauf. Ja, also vielen Dank. Wir freuen uns auch schon sehr darauf. Ich denke mal, das ist wirklich hervorragend geeignet als Aufriss unseres Themas, also sowohl grundlegend in die Begriffsschärfung einzutauchen, als auch viele eigene Projekterfahrungen hier einzubringen. Da wird es sicher im Anschluss auch eine intensive Fragerunde geben. Ja, ich darf mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken für dieses kurze Abstract zur Keynote. Ja, darf an dieser Stelle wie immer bei unseren Videos im Vorfeld zum Tag der Lehre auch noch einmal den Veranstaltungshinweis als solchen platzieren. Die Anmeldung ist weiterhin offen, kostenlos. Wir freuen uns auf weitere Gäste. Wir freuen uns hoffentlich auch in diesem Jahr wieder ein volles Haus zu haben bei unserer Veranstaltung. Ja, noch einmal herzlichen Dank für den Beitrag und ich denke, das wird sehr, sehr spannend auch für unsere Gäste am 18. Oktober bei der Keynote.